Herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa mit dem Abschluss in der Woche. Das heißt, schnelles Rennen. Let's go. Und ich fahre auch wieder die gleiche Variante, nämlich mit der KI-Stufe auf. Muss ich auf sehr leicht fahren, sonst ist es tatsächlich nicht möglich, das Rennen. Für mich persönlich ist es nicht möglich, das Rennen zu gewinnen. Das haben wir dann beim letzten Mal schon gedacht, in der vorletzten Folge am Dienstag. Und in der nächsten Folge machen wir dann das letzte Zeitfahren. Dann sind wir nämlich am Montag durch mit dieser kleinen Serie. Das sind ja ein paar Serien. Der ist jetzt der erste Teil der Novice-Serie. Es gab 4 oder 5. Also wisst ihr, was wir so in den nächsten Folgen vorhaben? Naja, mal gucken. Ob wir hier heute das Ding nach Hause fahren können. Fahren wir mal rein. Wir sind 8er. Erster Sommerwert, um auf Gold zu fahren. Das ist unser Ziel. Ich tue mein Bestes, ob ich es hinkriege, weiß ich noch nicht. Ja, ich glaube, das wird schwierig werden, ihn nach vorne und nach vorne zu drücken. Ah, der Kleine hat sich hier nochmal durchgedrückt. Hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, dass ich mich davor noch, dass ich noch ein bisschen davor bleiben kann. Ah, geil, du überholst noch einen. Bist trotzdem, da verlierst trotzdem noch den Platz. Aber wie gesagt, der will, der bleibt auf jeden Fall vorne. Der sagt dann, nö, da lass ich dich nicht ziehen, da gehe ich, bleib ich davor und wehr mich da auch. Wobei es heute 5 Runden sind und nicht nur 3 wie im letzten Rennen. Dann wir den mal kurz hier, eben kurz vor der Strecke. Ah, Spiel, geh mir nicht auf den Sack. Du musst unbedingt gegen den verlieren. Ich bleibe momentan nur auf Platz 6 kleben. Ja, da kannst du euch fast schon wieder neu starten, weil der wehrt sich so extrem und sagt, nö, ich bleibe auch auf meinem 5. Platz kleben, wenn will ich den nicht hilfe. Ja, dann haben wir heute wieder ein bisschen was Längeres zu tun. Erster, ja, es hat gereicht. Ich habe den zwar jetzt ein bisschen angedüllt, das tut mir auch irgendwo gerade extrem leid. Aber ja, ich habe es geschafft. Ich habe mich jetzt ein bisschen ab den Herzen erwischt. Gut, dass er mich nicht mitgenommen hat. Muss jetzt noch so aktualisieren. Wir sind nur von Führender und können es tatsächlich auch ein bisschen absetzen. Das will ich auch. Die jetzt auch sortieren. Weil er also immer noch auf Platz 8 führt. Okay, das sortiert dann. War das noch nicht das Ziel? Ich dachte, okay, das wäre schon das Ziel gewesen. Scheinbar war das jetzt das Ziel, das ist nicht der Fall. Aktueller Vorsprung 3,5 Sekunden. Natürlich wollen wir das Ding gewinnen. Und die neue schönste Runde geht an uns. Da oben mit meinem Namen eingekannt, das ist mein PSN-Account. Da ich war PlayStation 4 spiele. So,
So, momentan kann man es ein bisschen absetzen, so wie das aussieht da unten. Das ist natürlich das hinten erst das hier nur für das Zeitfahren der Startplatz war. Bloß kein unnötig weites Rausdrehen, rausrutschen, wie auch immer. Drei. Also, wir haben noch drei Ründchen hier auf diesem Kurs. Und ich habe schon so einen Vorschlag gesehen. Wir fahren tatsächlich irgendwann mal auf den Nürburgring und da bin ich auch extrem gespannt, ob es die Nordschleife ist, die ich auch schon ewig nicht mehr gefahren habe. Das ist bei Grand Turismo mal. Aber das ist ja. Das ist schon ein Stückchen her und damit ist doch nichts zu verändern. Das meine ich halt aufpassen, dass wir nicht zu weit hier rausrutschen. Ne? Das kann auch ganz schnell mal ins Auge gehen und dann. Sind wir da? Sind wir da wieder oben? Wieder mit dem Geschehen drin und ich mich hat so ein bisschen. Also, da absitzen. Klar, absitzen wollen wir uns auf jeden Fall, aber zumindest erstmal vorne halten. Geht nämlich gleich Richtung Runde 4. Ich weiß mich jetzt nicht, wie der Abstand gleich ist. Sie ist sortiert, 5,5 ist momentan nicht aktualisiert. Ja, sag ja, da ist ein bisschen was zu nah angekommen. Die kommen immer wieder ein Stückchen ran. Wir verlieren nämlich 2,5 Sekunden pro dieser Runde. Seht ihr auf die Zeitdifferenz, das ist immer auf die schnellste Runde gerechnet. So verstehe ich das zumindest. Wir haben hier so ein kleines Zweierpäckchen hinter mir, was mir gerade gefühlt ein bisschen zu viel Druck macht. Zeit besser wird sie definitiv nicht, das sortiert sich jetzt gleich, wie weit wir ran sind. Also 5,5 war der letzte Stand, das müsste jetzt irgendwo bei 3,8 sein. 5,1, okay, es ist nur eine gute halbe Sekunde hier verloren. Vorletzte Runde. Das sind wir jetzt. Ich muss mich gerade auch so ein bisschen konzentrieren, gerade, dass ich mich auf jeden Fall so weit wie es möglich ist vorne gehalten bekomme. Nein, das kann auch ganz, ganz schnell passieren, dass wir jetzt weit rausrutschen, Fehler einbauen und dann ist das Thema mal gegessen. So, ein bisschen nochmal rückstand auf die Stelle zur Runde. Der Abstand ist wieder was größer geworden. Ist wieder ein bisschen angewachsen. Der könnte jetzt bei 6-7 Sekunden liegen. Jetzt soll ich gucken, wie viel sich das jetzt sortiert. Da haben wir wieder ein bisschen liegen lassen. Aber das ist dann jetzt auch nicht tragisch. Immer ist schlimmer, weil 2,5 Sekunden haben wir schon mal so schnell runter und trotzdem den Abstand wieder ausgebaut können. Wir gehen jetzt gleich in unsere letzte Runde hier. Und dann wissen wir, wie viel wir haben. 5,1 war der letzte Stand. Na, vor der 5,8. Also haben wir wieder ein bisschen was rausgenommen. Also 0,7 Sekunden.
7 Zehntel haben wir wieder mitgenommen. So, jetzt darf natürlich nichts Tragisches passieren. Jetzt ein blöder Fehler, so weit, zu weit rausrutscht oder sonst irgendwas. Und der Typ ist wieder vorbei und ich will dieses Rennen gerne gewinnen. Dem war es, glaube ich, beim dritten oder vierten Mal erst geschafft. Jetzt sind wir schon beim zweiten, dritten Mal, glaube ich, dran. Zum Versuch. Aber es kann halt immer mal passieren. Aber sonst sehen, nimm das halt so mit, wie es jetzt einfach ist. Naja. Gut, die erste Folge war ein bisschen zum Reingewöhnen, die zweite Folge war das Rennen dabei. Ne, die erste Folge war auch so, um das kennenzulernen, ja genau. Um das ein bisschen reinzukommen. Um zu verstehen, was Sache ist. Und die zweite Folge war das Rennen, ja. Und jetzt haben wir schon wieder ein Rennen und führen momentan in der letzten Runde in diesem kleinen Event hier. Dann sind wir jetzt tatsächlich durch. Reicht, um nochmal eine schöne Runde rauszufahren. Sie ist gefühlt, ja. Ja, 1:43.3 ist nochmal eine Bestzeit geworden. Wir haben es tatsächlich hingekriegt. Yay, 7,7 Sekunden waren es am Ende, die wir final rausgefischt haben. Gut, die fahren jetzt alle nochmal ihr Rötchen oder ein bisschen. Wir haben es aber auf Gold hingekriegt. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir haben jetzt unsere vierte Goldmedaille. Ob wir es immer auf Gold hinbekommen, weiß ich noch nicht. Aber wir versuchen es halt. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge weiter. Und dann geht's mit diesem BMW M3 E30 Step One Magione ins Zeitfahren. Und da sollen wir 4000 Punkte raus, um das Ding auf Gold zuzumachen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.